Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie man einen Air Kano zubereitet. Fancy Name. Ich habe bis vor 2-3 Tagen auch noch nicht gewusst, was das ist, aber erkläre es euch in diesem Video. Und zwar handelt es sich dabei eigentlich um einen Iced Americano, also ein gekühlter Kaffee Americano. Nur wird dieser in diesem Milchkännchen, das ist ein 0,5, also 500 Milliliter Milchkännchen, zubereitet und nämlich mit Dampf aus unserer Dampfpflanze versehen und gleicht in Textur und Mundgefühl dadurch einem Nitro-Kaffee, welcher zurzeit der letzte Schrei in den USA ist. Das ist im Prinzip ein mit Stickstoff versehener Cold Brew. Weil sich das super trinken lässt, auch an heißen Tagen und wie gesagt ein besonderes Erlebnis ist, was Textur etc. angeht, bereiten wir das jetzt zusammen zu. Dazu habe ich schon mal mein Glas vorbereitet, habe das mit Eiswürfeln gefüllt. Ich habe hier so ein Longdrink-Glas genommen und meinen Milchpitcher. Fehlt nur noch ein doppelter Espresso. Den doppelten Espresso beziehe ich heute ausnahmsweise in dieses Milchkännchen, damit ich das dann nachher in die große Kanne zugeben kann. Dann den Espresso in die Milchkanne geben. Und aufschäumen, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, da es so knapp oder kurz vor der Zimmertemperatur, vor der Zimmerwärme ist. Denn wir wollen ja kein heißes Getränk, sondern das Gemisch so kühl wie möglich haben. Ruhig in der Ziehphase ordentlich Luft zugeben und dann schön rollen. Jetzt merke ich, es wird langsam warm, immer wärmer und dann Dampf aus. Denn das reicht schon, um diese Textur, von der ich eingangs gesprochen hatte, herzustellen. Und dann geben wir das Ganze in unser Longdrink-Glas mit den Eiswürfeln und schaut mal da. Ein Air Kano. Lasst es euch schmecken. Wie gesagt, super cremig und angenehm. Lasst mich gern wissen, ob es euch auch so gut wie mir geschmeckt hat und teilt dieses Video gerne. Bis zum nächsten Mal.